Hallo, da seid ihr wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen Schneeflocken backen, denn in einem Monat ist Weihnachten und ich denke mal, wenn ich sie jetzt backe, sind sie eh bis Weihnachten alle, aber das Rezept soll ja ganz schnell funktionieren und ich denke, da kann man ja auch schnell wieder welche nachbacken. So, los geht's. In dem Rezept steht drin, dass wir Vanillezucker brauchen. Meiner war alle. Ich habe mir schnell wieder neun gemacht. Geht ja auch mit dem Thermomix ratzfatz. Wer es noch nicht gemacht hat oder wer noch mal wissen möchte, wie es funktioniert, ich blende den Link dazu, hier ein oder da, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird es jetzt eingeblendet. Ich glaube da oben. Schaut einfach mal. Ansonsten, wie gesagt, Vanillezucker ist fertig. Wir fangen einfach an mit dem Rezept. Los geht's mit 60 Gramm Puderzucker, machen wir natürlich auch selbst. Einmal die Waage, 60 Gramm Zucker einwiegen, jawohl, Deckel drauf und das Ganze wird jetzt pulverisiert und zwar 45 Sekunden auf Stufe 10. Also da es sich hier um eine kleine Menge handelt, ich habe jetzt bei 24 Sekunden ausgestellt, reicht. Wir haben Puderzucker. Geht wie immer ratzfatz. Ein bisschen runterschieben. Weiter geht's mit 130 Gramm weiche Butter. Ich hatte sie vergessen aus dem Kühlschrank zu nehmen. Habe ein bisschen was auf den Teller getan, beziehungsweise 130 Gramm. Wenn ihr übrigens was abwiegen wollt mit dem Thermomix, ich stelle dann immer den Teller drauf oder die Schüssel oder keine Ahnung. Stelle dann einfach die Waage ein und dann gebe ich die Zutaten, die ich brauche, auf den Teller, in die Schüssel. Denn seit Thermomix habe ich halt keine Küchenwaage mehr, weil sie ist ja integriert. Das dazu. Also weiter geht's. 130 Gramm weiche Butter. Ich hatte sie aus dem Kühlschrank genommen und kurz in die Mikrowelle getan. Und jetzt ist sie weich. Da kommen dazu 2 Teelöffel von dem selbstgemachten Vanillezucker. Wenn ihr den jetzt gerade nicht habt, weil ihr keine Vanilleschote im Haus habt, dann nehmt ihr halt die Tütchen. Und das wird jetzt erstmal schön schaumig gerührt und zwar eine Minute auf Stufe 4. Oh, aus die Maus. So, das wäre das. Jetzt kommt noch dazu Mehl, Speisestärke und Salz. Salz gibt ihr so eine kleine Prise rein. Mehl 70 Gramm. Jawohl. Und Speisestärke, denn dadurch werden die Schneeflocken nachher richtig schön knusprig. Die schmecken irgendwie wie, keine Ahnung, backt sie einfach nach. So, 130 Gramm. Oh, jetzt bin ich schon bei 140. Naja, soll wohl gut gehen. So, da das ein richtig zäher Teig wird, werden wir den jetzt nicht verrühren, sondern kneten. Und zwar 2 Minuten Teigknetstufe. Bis gleich. So, ich habe mir dann mal ein Stück Frischhaltefolie hingelegt. Da geben wir jetzt den Teig drauf, der jetzt übrigens so aussieht. So, den bringen wir jetzt mal ein bisschen in Form. Thank you.
und den legen wir jetzt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann sehen wir uns wieder. So, da sind wir wieder. Der Backofen heizt schon mal vor auf 170 Grad. Ich habe jetzt Umluft eingestellt. Jetzt nehmen wir den Teig und machen davon erstmal eine lange Schlange. So. Den teilen wir dann. In so Zentimeter kleine Stücke oder auch zwei. Ich mache das jetzt so Pi mal Daumen. Eigentlich geht es auch nur darum, dass man so einen kleinen Anhaltspunkt hat, um daraus jetzt so kleine Kugeln zu formen. Das machen wir jetzt und legen die gleich aufs Backblech. Und mit einer Gabel drücken wir die dann gleich flach. Und somit haben wir auch gleich ein Muster. So, weiter geht's. Jetzt haben wir unsere Kugeln auf dem Backblech. Jetzt nehmen wir eine Gabel, tauchen die etwas in Vanillezucker oder Puderzucker und drücken dann einfach die Kugeln flach und ziehen die Gabel runter. Das funktioniert super. Bisschen gegenhalten. Das ging ja einfach. Ich zeige es euch mal. So sehen sie jetzt aus. Und die gehen jetzt in den Backofen bei 170 Grad. Für 25, na, ich mache erstmal 20 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallihallo! So, die Schneeflocken waren jetzt 20 Minuten bei 170 Grad im Backofen. Sie müssen nicht unbedingt dunkel werden. Ja, dann werden sie, denke ich mal, zu trocken. Meine sehen jetzt so aus. Kann man das sehen? Ich habe sie aus dem Backofen genommen und erstmal ungefähr so 20 Minuten abkühlen lassen. Dann habe ich geguckt, ob sie locker auf dem Backblech sitzen. Jawohl, das tun sie. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen Puderzucker oder Vanillezucker drauf. Je nachdem, was ihr da habt. Das geht natürlich nur im abgekühlten Zustand. Wenn ihr sie aus dem Backofen nehmt und testet schon mal so ein bisschen mit dem Finger, ob sie gar sind, sie sind dann noch weich. Lasst euch dadurch nicht verleiten. Die werden, wenn sie abkühlen, werden sie richtig knusprig. Nicht, dass ihr denkt, sie müssen noch länger im Backofen bleiben, das müssen sie nicht. So, das sieht doch gut aus. Könnt ihr sehen? Ja, machen wir mal so. Und jetzt kommt natürlich die Geschmacksprobe. Ich habe jetzt übrigens 29 Stück aus der Menge bekommen. Beim nächsten Mal werde ich die Kugeln etwas kleiner machen, denn sie sind mir immer noch ein bisschen zu groß. So, dann nehmen wir mal hier so einen von den kleinen. Mahlzeit! Die sind wirklich durch und durch knusprig. Und durch den selbstgemachten Vanillezucker schmecken die richtig schön vanillig. Macht sie unbedingt mal nach. Aber ich weiß nicht, ob ihr sie so groß mögt. Ich würde schon beim nächsten Mal würde ich schon so sehen, dass ich so 35, 36 Röllchen daraus bekomme. Dann sind sie etwas kleiner. Überhaupt nicht hart. Richtig schön kross. Durch und durch. Ein Gedicht. Ja, ich richte sie jetzt noch ein bisschen schön an. Mach davon ein Foto. Das Rezept entnehmt bitte aus dem Video. Seit neuestem werde ich die Rezepte nicht mehr in die Infobox setzen, denn ich bin ja dabei, mein zweites Kochbuch zu machen.
Und das wäre wieder eins der Rezepte, das vielleicht ins neue Kochbuch kommt. Falls ihr das erste Kochbuch von mir noch nicht habt, so sieht es aus, Lieblingsrezepte der Tammy Maus, könnt ihr direkt beim Lempertz Verlag bekommen oder auch bei Weltbild, bei Thalia, bei eBay, im Buchladen um die Ecke. Kostet 10 Euro, sind richtig tolle Rezepte drin, logischerweise. Was anderes darf ich ja da nicht sagen, das sind ja meine Rezepte. Ja, schaut doch einfach mal im Internet nach. Sind 40 Rezepte drin, das bestimmt für jeden was dabei. Rezepte, die schnell funktionieren, ohne viel Schnickschnack, denn das mag ich überhaupt nicht. Hier ein Löffelchen, da ein Löffelchen, ist nicht mein Ding. Aber überzeugt euch selbst, wenn ihr es noch nicht habt, vielleicht auch eine schöne Geschenkidee zu Weihnachten. Kostet 10 Euro, nein, stimmt gar nicht, 9,99 Euro. Und vielleicht könnt ihr ja damit jemandem eine Freude machen. Das zweite Buch kommt Mitte nächsten Jahres raus, so ist es zumindest geplant. Und ich denke, diese Schneeflocken werden mit drin sein. So ihr Lieben, das war's. Daumen hoch wäre natürlich wie immer toll. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, könnt ihr das ganz kostenlos auf dem Button unter dem Video machen. Abonnieren. Dazu müsst ihr registriert sein. Auch das ist kostenlos, gar kein Problem. Als nächstes werde ich ein Brot backen und noch andere Kekse. Ich weiß nicht. Lasst euch überraschen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Tammy Maus. Tschüss.